Der Biohof Päffny in der idyllischen Landschaft rund um Niederneukirchen gelegen, ist seit 1999 ein Biobetrieb. Auf 60 Hektar Ackerfläche werden 12 Getreidesorten, darunter auch Braunhirse und das Urgetreide Einkorn, angebaut. Bei einem Schnuppertag am Hof durften die Kinder Biobauer Franz aufs Feld begleiten, Boden und Ähren unter die Lupe nehmen, mit Biobäuerin Anni Mehl mahlen und anschließend ihr eigenes Brot backen. Also wir brauchen Mehl, Germ, Sauermilch oder Sauerteig und Salz und ja, und dann haben wir den Teig heute geknetet, ruhen lassen und in den Ofen rein. Und ich freue mich schon, wenn wir es dann probieren, wie es schmeckt und so. Für die Kinder, die das Brot meistens nur aus dem Supermarkt kennen, eine wertvolle Erfahrung. Ja, wichtig ist, dass Kinder mal den Boden spüren, die Früchte angreifen, wo das Getreide wächst. Die kennen ja teilweise gar nicht mehr, was das überhaupt am Feld steht, was, wie das heißt und so weiter. Damit sie wirklich einmal das angreifen können, was dann einmal essen und was da draus produziert wird. Der Slogan, wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin, ist nicht immer ganz zutreffend. Wie man aber ein richtiges Bio-Produkt ganz einfach erkennen kann, das hat uns Sigrid Weißengrober von Bio Austria verraten. Bioprodukte werden auf einer gesetzlichen Grundlage, die europaweit gilt, produziert. Und dafür gibt es ein Zeichen, das ist ein grünes Rechteck mit einem weißen Blatt. Und alle Produkte, die dieses Zeichen tragen, sind nach den Richtlinien des biologischen Landbaus kontrolliert. Nun ist auch das selbstgemachte und im Lehmofen gebackene Fladenbrot fertig. Wie man sieht, schmeckt's. Aber auch die tierischen Bewohner des Hofes haben die Kinder begeistert. Wir haben das Huhn also dann kann streicheln dürfen. Und dann ist ein Stall eingeflogen. Für die Hühner geht's zurück in den Stall und die Kinder können viele interessante Eindrücke und lehrreiche Erfahrungen vom Tag am Biohof Päffny mit nach Hause nehmen.